natürlich ist diese Seneszenz jetzt jetzt nicht unbedingt etwas nur was Schlechtes. Also es ist, man muss mal fragen, warum gibt es die Seneszenz? Das ist ein Weg auch, dass bestimmte entartete Zellen wie Tumorzellen dann sich nicht mehr weiter vermehren. Das heißt also, die Zelle sagt, du musst jetzt absterben, weil du nicht mehr richtig regulierst, wie er wirst. Aber diese senescenten Zellen sollten dann aber auch sehr schnell entfernt werden durch Phagozytose. Also sie wollten verdaut werden durch andere Zellen. Und das passiert halt jetzt auf einmal nicht mehr. Und dann vermehren sich diese senescenten Zellen und beschleunigen den Alterungsprozess. Und das ist richtig, die Sirtuine sollen eigentlich die Phagozytose optimieren. So gesehen muss man wieder die Sirtuine natürlich aktivieren, das ist richtig, zum Beispiel durch Kältebäder oder aber auch durch bestimmte Kalorienrestriction ist auch eine sehr gute Methode. Und da kann man wieder sehen, wie gut sind meine Sirtuine. Ja, weil kann man die ja, natürlich kann man die vielleicht auch mal messen, aber das sind jetzt Methoden, wo man gucken kann, funktioniert es, wie gut funktioniert es. Also die senescenten Zellen zu messen, ist ziemlich einfach. Ja, man kann zwar gucken, welche Zellen das sind, aber jetzt im Blut ist das jetzt nicht so ein Problem. Und daran kann man auch überprüfen, sind meine Sirtuine, meine Aktivierung gut. Oder gehe ich doch immer eher in die Eistonne, ja?